Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von eurem Mr. Benny 5, zu einem neuen Vlog. Ich befinde mich heute bei dem Tobias. Ja, ich bin eine Woche hier. Wir werden auf jeden Fall was richtig Geiles abliefern. Das werdet ihr auf jeden Fall sehen. Na, schön Filme gucken, schön scharf essen. Ich bin ja überhaupt kein Schafesser, aber diese Challenge, die möchte ich einfach gerne mal mitmachen. Mal schauen, ob ich es vertrage und aushalte. Ja, da ist der Tobias. Servus. Seid gegrüßt. Mit seinem Porsche. Ja, mein geiler Porsche, ja. Immer schön mit der Butch Cup. Richtig. Familie Heinz Becker. Genau. So, jetzt bin ich hier gerade mit dem Tobias im Asia-Wok und wir gönnen uns hier gerade mal was richtig Geiles. Frühlingsrollen, gebratene Nudeln. Was ist das hier? Eine Gemüsebrühe. Gemüsebrühe oder Gemüsesuppe. Ja. Und hier hast du gebackenen Reis. Tofu. Tofu mit Curry und Reis. Ah, sehr geil. Und das lassen wir uns schmecken. Guten Hunger! Wir wollen jetzt hier gerade einen schönen Asia-Wok. Asia-Wok, haben wir Tofu gegessen. Genau, ja. Schöne Bratnudeln und Frühlingsrollen. Und im Soja, da ist der Östrogen drin, deswegen habe ich jetzt auch einen Bart bekommen. Sojabart. Wegen den weiblichen Hormonen hier. Genau, richtig. Magst du uns gleich tippen, ne? Und unten 10 cm Zuwachs bekommen. Ja, und da natürlich Tobias es nicht mehr aushält und ich auch nicht mehr, wir haben uns eigentlich jetzt gemeinsam gedacht, wir geben uns jetzt einfach gemeinsam die Kugel. Ja. Und ihr dürft ja nicht live dabei sein, aber wenn ihr das Video seht, dann wisst ihr ganz genau, uns beide wird es nicht mehr geben. Ja. Es wird blutig. Das wird es. Ja. Wir geben uns die Kugel. Beim Eiskristallo. Richtig, beim Eiskristallo. Ja. Da geben wir uns die Kristalle. Ja, Tobias und ich, wir gönnen uns hier gerade zwei süße Kugeln. Ich habe euch gesagt, es wird ja blutig. Wir wollen uns aber dementsprechend nochmal hier was Süßes genehmigen, bevor es ernst wird. Ja. Weil es wird nachher wirklich sehr, sehr blutig. Und ich sage ja, wenn ihr das Video gesehen habt, sind wir schon fort. Ich weiß nicht, ob ich es irgendwo unzensiert hochladen kann. Ich wollte ja gucken, dass wir uns irgendwie eine Pumpgun holen oder so. Es ist halt schwierig. Deswegen ist es nur bei einer Glock geblieben. Mhm. Und mit Hohlspitz geschossen, ne? Dass man natürlich auch sieht, dass es dann richtig knallt im Korb, ne? Auf jeden Fall. Mit der Shotgun wäre es natürlich witziger gewesen. Da würden unsere Schädel wie, ja, aussehen wie dieses Eis hier. Genau, oder wie eine Wassermelone, die aufplatzt. Ja, man sieht sie vielleicht später noch. Und mal schauen, ob ich sie irgendwo ankert hochladen kann. Ja, schauen wir mal. Ja, aber wir genießen noch unsere zwei Kugeln hier. Haben uns gleich zwei Kugeln gegeben. Genau, bevor es ernst wird. Mhm. Also, bis später. Oh, mal offen rechts extrem. So. Aua. So, jetzt geht's hier gleich los hier. Ja, hier. Schärfste Nudeln der Welt essen. Willkommen beim Inzel-Stammtisch. Was hast du? Achso, da. Ja. Da liegen sie schon. Da sind nicht die. Ja. Sondern das sind die in der roten Packung. Das sind die zweitschärfsten, ja. Das sind die zweitschärfsten. Schon vollsaugen mit dem heißen Wasser. Dann noch ein bisschen Scheuermilch rein. Genau, richtig. Hier sind sie in der roten Packung. Und ich esse überhaupt nicht scharf. Überhaupt nicht. Ja, und das wird eine sehr, sehr feurige Challenge für mich werden. Und das sind hier die zweitschärfsten. Aber die schmecken auch gut. Die sind zwar scheiße scharf, aber die schmecken trotzdem. Also ich bin gespannt. Ich habe solche Nudeln noch nie gegessen. Ha 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 ha
So, und die schärfsten Nudeln der Welt Challenge kann beginnen. Tobias ist derjenige, der gerne scharf ist. Ich bin derjenige, der nicht scharf ist. Und sich jetzt einfach mal gedacht hat, komm, wir machen daraus jetzt einfach mal so eine Challenge. Mal schauen, ob ich es überhaupt durchhalte. Weil das sind ja die schärfsten Nudeln der Welt. Also die, ich kann die Schüssel essen. Ich kann die essen, ich krieg das hin. Aber die bringen mich hart an die Grenze. Also ich... Du bringst mich ja über die Grenze, wa? Ich schaffe es, aber ich werde kurz vor den Tränen stehen. Ist so ein bisschen heiß. Muss auch kühlen lassen. Heiß? Heiß wird es gleich bei mir im Mund, Junge. Ja. Ich sag ja, das was ich mal wirklich, wo ich mich hier wirklich noch dran erinnern kann. It was at this moment that he knew. He fucked up. Was sehr, sehr scharf für mich gewesen ist. Ich hab's ins Auge bekommen. Das ist das Problem, wenn man mit Stäbchen isst. Ja? Ich denke immer so, wenn man plupp, dann fällt eine runter und man klatscht ins Auge. Was damals sehr, sehr scharf für mich gewesen ist, das habe ich dem Tobias auch schon erzählt, da hatte mir mein damaliger Arbeitskollege mir eine Pepperoni gegeben. Er hat gesagt, hier, ess mal. Und dann dachte ich, komm, probiere ich es mal. Ich habe es noch nie probiert. Ich habe reingebissen und ich bin aus dem Auto förmlich rausgesprungen, weil das einfach zu scharf war. Mal richtig Premiere. Oh, Junge, Alter. Kann ja gleich Feuer speien, wa? Schärfe wirkt ja akkumulierend, das heißt, je mehr du isst, desto schärfer wird's. Oh, Junge, Alter. Ja, ist klar. Ich bin jetzt schon förmlich wieder wach, Tobias. Du schlägst dich tapfer. Oh, Junge, Alter. Oh, Junge. Brennt aber auf der Zunge. Durch den in der Pfanne etwas von der scharfen Soße angehaftet hat. Ja, richtig. Und nicht alles reinging. Ja, du willst kein Schachmark, ne? Ja, du willst kein Schachmark, ne? Ja. Ich meine, viele wurden berufen, wenige haben überlebt. Junge. Oh. Oh. Musst du auch von diesen Nudeln weinen? Nö, ich hab die wirklich schärfe Erinnerung. Also ich glaube, ich hab die ein bisschen abgeschwächt. Halt, stopp! Jetzt reicht es! Hallo, Und. Oh, und das war's. Oh. Puh. Sag mal, hast du ein Taschentuch oder sowas? It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh. Alter. Bei dir läuft immer die Nase. Schon übel. Alter. Also scharf essen, nee, Mann. Das ist, weiß ich nicht. Das ist doch kein Essen. Ja, aber die gönne ich mir jetzt nicht mehr. Fertig? Ja. Weil wenn du immer wieder neue Nudeln nimmst und die kommen immer wieder auf die Zunge, dann brennt ja, Junge, Alter. Es brennt aber richtig. Ja, ich bin jetzt mal blöd, Alter. Ich habe gerade auch die übelsten Todesschmerzen. Ne? Ja. Also Tobias hat durchgehalten, beziehungsweise auch aufgegessen. Ja, also noch halte ich durch, aber ich bin so kurz vorm Umkippen. Den Rest kann Tobias sicher gönnen. Ich verzichte. Oh. Nur noch ungefähr die Hälfte habe ich geschafft. Mehr aber auch nicht.
Aber ich wollte es einfach mal probieren, wie diese Schärfe auf mich wirkt. Besonders halt so eine Schärfe. Nee, also ich bleibe auch dabei. Also scharf essen, nee. Das ist kein schönes Essen. Muss ich nicht haben. Ehrlich nicht. Und bei dir? Meine Lippen brennen übelst. Ja, und dann würde ich sagen, weiter im Text. Bis dann. Moin, moin, Leute. Neuer Tag. Neues Glück. Moin. Der Tobias ist immer noch da. Na klar, immer noch am Leben. Ja. Noch haben wir uns noch nicht die zwei Kugeln gegeben. Ja, wir haben es gestern auch überlebt in den scharfen Nudeln. Ja. Ja. Ich denke, da geht es noch mehr rein. Da geht noch mehr rein. Ja, also, wir werden es jetzt schön. Wir gehen jetzt zum Maidan in der Karlsruher richtig, Südstadt. Ganz genau. Und da gibt es eine schöne, geile vegane Burger. Also, wenn ihr richtig gute vegane Döner essen wollt, dann geht zum Maidan. Ganz Karlsruhe, genau. Südstadt, Werderplatz. Ist schon lange her, als ich das letzte Mal da den Döner gekostet habe. Umso mehr freut es mich, umso mehr heute wieder zwei Döner genießen zu dürfen. Ne? Letztes Mal hatte ich ja nur einen Döner. Jetzt wird es zwei Döner geben. Muss einfach sein. Ja. Weil so oft komme ich auch nicht hierhin. Mhm. Und dann noch Skiköfte später. Ja, richtig. Und Skiköfte gibt es dann auch noch. Also es wird geil. Es bleibt spannend. Es bleibt verfressen. Und wir bleiben geil. Wir gerade Maidan. Veganer Iskender. Ne? Ein veganer Döner, der beste Döner, den ich bisher gegessen habe. Mhm. Bei uns in Lingen gibt es ja sowas Schmackhaftes leider nicht. Mhm. Und wir werden jetzt richtig brunchen. Oh ja. Oh ja. Frühstück und Mittag. Denn wir loben es uns. Oh, die nächste Speise steht an, denn wir sind noch nicht satt geworden. Jetzt gibt es hier eine richtig geile Vorspeise. Tobias gönnt sich richtig. Klar. Denn sein Ratz schreit danach. Und meiner auch. Mal schön essen für Apfelsuppe. Sehr schön, ja. Ja, schön lecker japanisch. Gönnen wir uns da noch mal was Leckeres. Mhm. Denn wir sind noch nicht satt. Kimchi und Edamame und Ramune. Richtig geil. So loben wir es uns. So loben wir es uns. Ein gutes und ehrliches japanisches Essen. Esslinger Tour, Staatstheater, Umsteigemöglichkeiten Richtung Motorradtour. Ja, neuer Tag, neues Glück. Weiter geht's. Durch die Woche gevloggt. Mhm. Ne? Oh yeah. Heute wird's wieder episch. Heute wird's wieder lecker. Sehr genüsslich. Lecker. Fett. Fett für den Ranzen. Wir leben nur um zu fressen. Genau. Das ist unser einziges Glück. So ist es. Fressen, schlafen, fressen, schlafen. Ja, und trainieren. Und trainieren, genau. Sobald meine Hand wieder gesund ist. Hab mir so eine fette, saftige Sehnscheidenentzündung geholt. Das tut richtig gut. Ja. Fällt mir mal für ein paar Wochen oder sogar Monate aus. Ist doch was Geiles, ne? Ist ja egal. Ja. Ja. Back to the roots, ne? Back to the roots, genau. Zurück zu den Wurzeln. Weil muskulös kann jeder sein, aber fett sein, das kann nicht jeder. Das muss man sich erarbeiten, ja. Ganz genau, richtig. Wir fahren jetzt nach Mannheim und dann gehen wir nach Ludwigshafen. Genau. Und dort essen wir erstmal Skiköfte. Und danach bei Mr. Veganus fetten Falafelteller. Und irgendwo muss die Plauze ja herkommen. Und dann gucken wir so, was wir noch so finden. So, und jetzt sind wir unterwegs. Ja. In Mannheim. In Mannheim. Und direkt hier gegenüber vom Rhein liegt Ludwigshafen am Rhein. Weil, deswegen heißt er auch Ludwigshafen am Rhein, weil es am Rhein ist. Richtig. Ja, und jetzt werden wir auf jeden Fall gleich was Leckeres speisen. Da freuen wir uns schon drauf. Ich zeig dem Benny Skiköfte. Genau, ich noch nie gegessen. Boah, ich liebe so sehr. Finde ich geil. Teilen wir uns eine Portion und direkt gegenüber ist der gute Laden Mr. Veganus. Richtig. Kannst du so geile Falafelteller bekommen für 10 Euro, fettvoll mit allem möglichen Zeug. Ich bin gespannt drauf. Also, bleib dran. Yeah.
Ja, auf jeden. Gegessen. Tobias sagte, das schmeckt richtig geil. Da bin ich richtig gespannt drauf. Prost! Sind wir hier gerade im Mr. Veganos, der aber nicht rein vegan ist. Und Käse. Ja. Aber das alles, was wir natürlich haben als Veganer, ja, haben wir natürlich hier richtig geile Sachen. Mhm. Tobias ist hier gerade als Vorspeise eine Linsensuppe. Suppe. Mhm. Ja. Das hier. Ja. Ein bisschen Bart dran. Ja. Ja, und das gönnen wir uns jetzt auf jeden Fall. Und gleich noch Cocktails. Jetzt gibt es noch versteht ihr? Cocktails gibt es jetzt noch. Cocktail, Schnatz. Mhm. Wie schmeckt dir das? Wie schmeckt dir der Cock? Schwanzgeil. Cocktail. Das ist echt gut. Das ist echt gut, ne? So loben wir es uns. Oder Tobias? Ja. Ein gutes, ehrliches Essen, wie Tobias sagen würde. Gut und ehrlich. Richtig, gut und ehrlich. Ja, es wird so langsam dunkel. Ja. Wir haben schön gespeist. Oh ja, ich hab so einen fetten Ranzen jetzt. Chiköfte und dann lecker bei Mr. Veganos. Ja. Ne? Richtig geil. Richtig fett. Und damit ihr nicht denkt, dass wir nur fressen, ich meine, wir machen auch produktive Sachen. Zum Beispiel, wir werden morgen Filme drehen. Wir werden übermorgen Filme drehen. Oder was Filme? Videos. Genau. Aber am Donnerstag spielen wir bei einer Serie mit. Ja, das werdet ihr sehen. Oh ja. Ah, ihr habt zu viel Beintraining betrieben. Einfach mal gerissen. Das ist der vegane Lifestyle. Das ist einfach so. Ja, ja, ja. Scheiße. Der Stoff war zu schwach. Genau. Und ich war einfach zu stark. Einfach gebückt und schon ratsch. Ja, ich bin einfach zu mächtig. Das ist einfach so. Zu mächtig für diese Hose. So ist es halt. Neuer Tag, neues Glück. Ja. Mal schauen, was wir heute so machen. Der Tobias liegt noch fett im Bett. Ja, aber ist schon wach. Fett im Saft. Ja. Ja, mal schauen, was wir heute noch machen. Wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen was abdrehen. Ich habe da noch was vor. Und wir werden auch noch Fotos machen. Jo, Fotos schießen. Benny will noch ein Foto posten mit seinem stylischen Mantel. Genau. Ich bin ja bei so vielen Casting-Agenturen registriert. Ich habe das Angebot bekommen, in Tschechien, in Prag, bei einem Film mitzuspielen. Und die brauchen dafür aktuelle Selfies. Und die werden wir heute schießen. Drückt mir die Daumen, dass ich die Rolle bekomme. Das wird schon werden. Das Business geht weiter. Also bleibt dran. So, jetzt waren Tobias und ich gerade. Fett einkaufen. Fett einkaufen. Einen richtig dicken Knusperbeutel. Ja. Na? Richtig fett. Jetzt wird gleich fett gefressen. Aha, mit. So. Rösti. Genau. Ich habe Rösti gekauft. Und dann wird es richtig knuspern. Denn es knuspert in meinem Mund und in meinem Bauch. Yeah. Knusper, knusper, Zahnabbruch. Tobias, was Feines auf dem Teller gepackt. Nicht gekackt, aber draufgepackt. Oh ja. Yeah. Ein richtiger Normi-Teller. Weil ihr wisst ja, wir als Veganer verzichten ja auf so vieles. Und ich raff's nicht, warum müssen Veganer
immer Dinge essen, die aussehen wie Fleisch. Die sagen, richtig. Sie wollen auf Fleisch verzichten, essen aber dann Dinge, die aussehen wie Fleisch. Und dann müssen sie auch noch so schmecken. Ja, und ich frage mich, warum müssen Fleischesser Tiere so verändern, dass sie nicht mehr aussehen wie Tiere? Das verstehe ich auch nicht. Ja. Und ganz wichtig, diese Sachen stammen aus einem Chemiebaukasten. Ja, das heißt, vegane Ernährung kann einfach nicht gesund sein. Ja, natürlich. Ja. Ja, und ist auch voller Hormone und so. Und ich meine, Leute, Pflanzen haben Hormone, die euren Körper beeinflussen. Aber Kuhmilch, Milch ist eine Hormonbrühe, ja. Und Fleisch hat ja auch keine Hormone von Natur aus. Also Tierprodukte nehmen keinen Einfluss auf euren Hormonhaushalt. Aber Pflanzen tun es. Ganz wichtig. Ja, das ist so. Ist logisch, ja. Deswegen, ja, bereue ich das jeden Tag, seit ich vegan geworden bin. Warum überhaupt? Ja? Diese Logikfehler, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es auch nicht. Ja. Und hier ist das leidvolle Blut drin. Ja. Von den Tieren, ja. Das ist irgendwie so. Weißt du, wie Soja hat Östrogene und verändert deinen Körper. Ich habe auch schon Titten. Aber Kuhmilch, wo wirklich Hormone drin sind, ja, weil es körpereigene Stoffe sind und dann auch noch Milch ist eh eine Hormonbrühe, damit das Kalb wächst, das ist dann okay. Das sind dann keine Östrogene. Ja. Aber Soja schon, so Bohnen, ja. Ja. Aber gut. Muss man nicht verstehen. Ja, muss man nicht verstehen. Ja, aber vegane Ernährung wird ja sowieso immer schlecht gemacht. Ja, ja. Ist ja immer alles schlecht und ist alles Chemie und ist, kann nicht gut sein. Und für Sojaanbau, ne, da sind wir ja schuld für. Natürlich. Wir Veganer, weil wir ja so viel Soja essen. Und unser Soja kommt ja dementsprechend da aus dem Regenwald, ne? Ja. Kommt nicht aus Europa. Nee, nee. Wir sind so viele Veganer inzwischen, dass wir ganze Regenwälder abholzen müssen. Ja. Ich weiß nicht, wo die ganzen Veganer sind, aber okay. Ja, gut. Naja, verstehen kann man es nicht. Nee, nee. Ah ja, und es wird auch demnächst ein richtig geiles Projekt von uns geben. Oh ja. Und zwar der Geisterzirkel. Mhm. Erzählen wir euch gerne später mehr. Gerne. Denn wir müssen jetzt erstmal reinhauen. Wir müssen erstmal den veganen Normi-Teller weghauen. Normi-Teller. Alter, wo sind wir gelandet? Tobias. Tobias, geht's dir gut? Benny, ich glaube, wir sind nicht mehr in Kansas. Nee, irgendwie nicht. Da waren wir doch vorhin noch gewesen. Es ist auch nicht Frankfurt. Tobias, wo sind wir hier? Ist das der Mond? Ist das der Mond? Wo sind wir nur hier? Wo sind wir nur hier, Tobias? Jawohl. Wir sind doch eindeutig auf dem Mond. Wir haben jetzt so viele Moonballs, Moonrocks geraubt. Scheiße. Scheiße, Tobias. Scheiße. Junge. Das ist nicht komisch? Sollten wir nicht hier auf dem Mond nicht atmen können? Wir haben gar keinen Astronautenanzug an. Ich kann gar nicht hochspringen. Nee, auch irgendwie nicht. Das ist alles fake. Alles fake. Alles fake. Die Mondlandung ist fake. Die Sonne ist kalt und die Erde ist flach. Ja. Und hohl. Ja. Und die Greys. Ja. Wo sind die Greys? Wo sind die Greys? Richtig. Und die Reptiloiden, wo sind sie? Genau. Mond. Ich weiß noch nicht, wie ich es senden werde. Vielleicht habe ich Zugriff auf einen Satelliten oder so. Wir können von Satellit zu Satellit hüpfen. Ja. Kannst du weit hüpfen? Ja. Siehst du ja. Ist nicht schwerelos hier. Was soll man überhaupt essen? Wir können uns hier ganz normal bewegen, ganz normal atmen. Ja. Scheiße, Tobias. Oh Mann. Tobias, da ist irgendwas. Ich habe doch irgendwas gehört. Oh Mann. Leute! Ah! 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 Ah!
So, Leute, wir sind unterwegs. Ja. Denn es ist ein neuer Tag und das bedeutet neues Glück. Genau, und auch neue Fressereien. Richtig, denn wir sind heute auf. Wir sind heute unterwegs zu der Flammkuchen-Expedition. Ja, hier ist eine Fliege ins Auge geflogen. Ja, auch nicht schlecht. Ja. Ja, auf jeden Fall, heute werden wir Flammkuchen speisen. Ne? Mhm. Das wird richtig lecker. Marians Flammkuchen in Linkenheim. Ja, und da werden wir uns auf jeden Fall einige Flammkuchen genehmigen. Auch süße mit veganem Vanilleeis und so. Richtig. Herzhaft und süß. Ich meine, das ist doch das, was richtige Geisterjäger brauchen, ne? Richtig, ganz genau. Denn es geht ja jetzt auch bald los. Sogar noch dieses Jahr. Denn wir haben ein neues Projekt ins Leben gerufen, was wir nämlich schon angesprochen hatten. Mhm. Was wir jetzt hier weiter erläutern möchten. Und zwar nennt sich das Ganze der Geisterzirkel, denn wir werden in nächster Zeit auf paranormale Geistersuche gehen. Oh ja, und das wird geil. Das wird richtig geil. Wir haben, also wir haben auf jeden Fall vor, uns einiges an Equipment natürlich noch dementsprechend zu organisieren. Alles nach und nach. Und ja, das wird auf jeden Fall richtig gruselig. Verstörend. Und wir gehen unsere Grenzen. Und genau, und wir gehen über unsere Grenzen, ganz genau. Es wird angsteinflößend. Oh ja, ich freue mich drauf. Ich mich nämlich auch. Das wird richtig geil. Ja. Yeah. Auf Geistersuche gehen wir. Ja. Brombeerblätter. Wir müssen aufpassen, denn die Stacheln, die pieksen. Lecker. Flammkuchen. So, das kannst du mir hinterher alle schicken. Ja. Und dann schicke ich dir alle an. Was essen wir da? Flammkuchen. Der nächste Flammkuchen steht bereit. So loben wir es uns. Was essen wir da gerade? Flammkuchen. Frisch vom Baum, Ehrentrauben. Und die nächste Runde. Jetzt wird's süß. Ja, Tobias. Was haben wir denn jetzt hier Leckeres? Heiße Liebe und Happy Nutella. So loben wir es uns. Was isst du da gerade? Flammkuchen. Jetzt fangen sie gleich an, gell? Ja, wollte ich schon kriegen, ich dahinter ab und zu. Und der nächste Flammkuchen geht in den Ranzen rein. Fett und geil sein. Ich esse immer auf Langeweile. 10 Kalorien habe ich schon drin. 15 Flammkuchen. Fünf gehen noch rein, dass ich die 20 voll habe. Ja, fünf gehen noch rein.
Das muss schon sein. So, jetzt haben wir gerade erfolgreich 7 Flammkuchen verdrückt. Mhm. Das ist das, was doch so richtige Geisterjäger brauchen, ne? Richtig, ganz genau. Wir waren nämlich hier gerade im Mariannes Flammkuchen. In Linkenheim-Hochstetten. Mhm. Und ja, wir wissen ja alle, Geister entziehen Energie. Vor allem bei elektronischen Geräten. Aber Kalorien sind ja auch Energie. Richtig. Kalorie kommt ja von Wärmeeinheit. Ja? Das heißt, die zapfen bestimmt auch unsere Kalorien ab. Bestimmt. Deswegen müssen, bevor du auf eine Geisterjäger gehst, mindestens 10.000 Kalorien. Wenn nicht sogar 15. Ja, ganz wichtig. Denn wir müssen gestärkt sein. Auf jeden Fall. Für die Geister, Dämonen. Vampir- und Hexenjagd. Vampir- und Hexenjagd. Und Trolle. Wir jagen einfach alles. Wir machen da keinen Halt. Wir sind solche Omnipredatoren. Richtig, ganz genau. Wir jagen einfach alles. Wir sind richtige Predatoren. Ich war heute in einem asiatischen Supermarkt und habe mir dort Natto gekauft. Natto kennen viele bereits, also zumindest vom Sehen her. Das sind diese vergorenen, diese fermentierten Sojabohnen, die diese Fäden ziehen, die richtig ekelhaft aussehen. Wie das schon Fäden zieht. Ich habe die mir geholt und die sollen ja wie gesagt sehr gesund sein. Da scheiden sich die Geister, die einen hassen es, die anderen lieben es. Ich werde es heute ausprobieren. Was für ein Genuss. Penetrant. Natto soll angeblich so, wie diese Flüssigkeit riechen, die sich unten am Ende eines Müllsacks sammelt. Kurze Geschmacksprobe, Achtung. Alter, was tue ich mir wieder mal an? Ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Es schmeckt eigentlich nur bitter. Da ist keine Schärfe im Antritt, kein Pfeffer, gar nichts. Aber es öffnen sich zarte Aromen. Es ist etwas so wie die erste Nase beim Cognac, sehr flüchtige Aromen noch, dem man auf die Spur kommen muss. Ein ganz milder Antritt, aber einer, der verspricht, dass sich da was entdecken lässt. Also es ist jetzt keine Delikatesse, aber richtig ekelhaft ist es auch nicht. Oh Gott, das ist ekelhaft. Das ist ein Schmackofatz. Dieser Faden. Im Mund fühlt es sich an wie so richtige schleimige Rotze. Oh Gott. Ich weiß, dass es gesund ist, aber alles in meinem Körper sträubt sich einfach dagegen. Hier, dieser, ein richtiger Film, richtige Gardinen aus Rotze. Rotze-Gardinen sind das hier. Was tue ich mir an, Leute? Aber diese schleimige Rotze hier, diese Fäden, die haben eben eine extrem widerwärtige Konsistenz. Ja, also wenn ich die mir in den Mund stecke, denke ich irgendwie so, ich hätte keine Ahnung, irgendwie... Irgendjemand hat auf die Straße gerotzt und ich hätte es aufgeleckt. So ungefähr fühlt sich das an. Er will Dumpi essen! Oh Gott, Alter. Gott, Alter. Ich habe das Bild im Kopf. Dankeschön. Lecker, lecker Biotonne. Lecker, lecker Gammelbohnen. Oh, ich meine, jeder muss gucken, wo er bleibt. Ja, ja, richtig. Ich meine, die lagen so schön auf dem Grund der Biomülltonne. Da konnte ich nicht widerstehen. Ja. Oh. Das riecht so nach Restmüll. Ja. Der draußen stand. In der Sonne. In der Sonne und noch Regen abbekommen hat. Ja. Ne, mit Wasser gefüllt. Und dann stand er da noch 3 Wochen. Und so riecht diese Gammelbohnen, ehrlich. Oh. Oh. Ich mache eine kurze Pause. Sechstisch! Es wird Suppe essen. Yo, yo, Leute. Yo. Neuer Tag, neues Glück. Ja. Es ist jetzt aber auch der letzte Tag, denn ich reise jetzt wieder ab. Mhm. Der Tobias liegt noch fett im Bett, fett im Saft. Ich bin voll freundlich, ja. Er ist sehr, sehr freundlich. Ja. Ne?
Und ich bin auch sehr, sehr unfreundlich, denn ich verlasse ihn nun. Ja. Ja, war auf jeden Fall eine sehr spannende, lustige und produktive Woche gewesen. Ja. Produktiv auch für unseren Bauch. Oh ja, so viele Kalorien, ey. Ja, so viel gefressen. Und das Projekt Geisterzirkel gestartet. Genau, das Projekt Geisterzirkel gestartet. Genau. Ja, damit fangen wir auch noch dieses Jahr an. Im September fahre ich halt dementsprechend wieder zu Tobias runter. Ja, und da werden dann halt die ersten Projekte dementsprechend gestartet. Vielleicht hast du da noch passendes Equipment noch dabei. Genau, das wäre natürlich ideal. Ja. Ja, Leute, das war's auch mit dem Video jetzt auch gewesen, durch die Woche gevloggt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Also haut rein. Jo. Macht's dann. Ihr habt geglaubt, das war's schon ohne einen Abspann. Dann sperrt man eure Lausch und eure Augen auf. Egal, woraus Fleisch besteht. Ob Pflanze, ob Tier oder Mensch. Die Hauptsache ist, dass es schmeckt.